Hallo zusammen, Maya3007 hier. Willkommen zur neuen Rezension. Heute gibt's von Richard Auer Teufelsmauer, ein Krimi aus dem Emons Verlag, der im Großraum Eichstätt spielt und insgesamt 252 Seiten hat. Dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Kommissar Mike Morgenstern besucht mit seiner Familie das Kipfenberger Limesfest und wird dort Zeuge eines heftigen Streites zwischen zwei jungen Männern. Es handelt sich dabei um den Freund und den Ex-Freund der amtierenden Limes-Königin Barbara Breitenhiller. An und für sich ist so ein Streit zwischen Freund und Ex-Freund ja nichts Ungewöhnliches. Soll es ja schon öfters gegeben haben. Doch nur einen Tag später wird Barbara Breitenhiller ermordet aus einem nahen Weiher gezogen, bekleidet mit einem kiloschweren Kettenhemd, wie es damals die römischen Legionäre getrugen. Ihr Ex-Freund, der ein sehr großer Römer-Fan ist, gerät natürlich sofort ins Visier der Ermittler, da er an einer Exkursion teilnahm, bei der einige Männer in originaler Römerkleidung den Limes entlang wanderten, wie es damals zur Römerzeit auch passierte, um noch mehr über das Leben der Römer zu erfahren. Doch er ist nicht der einzige Verdächtige, denn Barbaras Vater wollte den Limespark bauen, einen Freizeitpark, der in der Bevölkerung allerdings auf wenig Gegenliebe stieß. Die Ermittlungen und Spuren führen Morgenstern sogar bis nach Rom in den Vatikan. Aber trotz intensiver Ermittlungen kann ein weiterer Mord leider nicht verhindert werden. Morgenstern muss also zwischen Hobbyrömern, Wutbürgern, Finanzspekulierern, sag ich jetzt mal, und Kirchenmännern ermitteln. Mir hat das Buch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr spannend, aber auch locker und unterhaltsam geschrieben. Was ich an diesem Buch auch sehr gut finde, ist, dass man neben dem eigentlichen Krimi auch sehr viel über die Römerzeit und den Limes erfährt. Das hat mir an diesem Buch gut gefallen. Das ist der vierte Band einer Reihe und ich habe mir vorgenommen, die anderen jetzt dann auch noch zu lesen. Denn ich habe Mike Morgenstern lieb gewonnen, den Kommissar dieser Reihe. Für alle, die gerne lockere Regionalkrimis lesen und sich auch für die Römer interessieren, kann ich das Buch nur empfehlen. Wie gesagt, Teufelsmauer von Richard Auer. Ein eindeutiger Lesetipp von mir. Hat 4,5 Sterne bekommen. Also wir sehen uns wieder. Maya3007.